So. Und da das Geld jetzt doch recht knapp wird, ist eigentlich in dieser Runde nicht mehr viel zu tun. Wobei man sich überlegen könnte, ob man diese Österreicher, die jetzt hier aufgetaucht sind oder immer noch da sind, vielleicht auch nochmal behaken sollte. Das ist sozusagen, ist das jetzt die das nächste Armee schon? Ich glaube schon, ja. Wir könnten versuchen, also ich sag mal, was ich vermute. Ich vermute, dass die Österreicher, wenn wir die Runde gleich beenden, uns nicht direkt angreifen, sondern ich vermute, dass sie mal wieder diese Dinger überfallen. Das sind dann Kosten, die man sich womöglich sparen könnte, wenn man mit Teilen dieser Armee sich hier irgendwie draufsetzt auf diese Ackerländer, ja. Und auch diese Kollegen hier kann man nächste Runde sicherlich dazu ziehen, ebenso wie die Kollegen hier unten. Also nicht die, aber die. Und ja, ich bin ein bisschen unschlüssig, wie man das ganze Problem auflösen könnte. Hier ist eine schwache österreichische Truppe. Ja, also ich glaube, ich ziehe mal tatsächlich diese Einheiten ab und hier in den Bauernhof rein. Hab gerade eben eine Pause gemacht, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob die angreifen werden oder ob das schon eine alte Armee ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die hier reingekommen sind. Gut, egal. Werden wir gleich merken. Und dann werden wir das hier entsprechend verstärken. Und ich gehe mal in die nächste Runde und ich hoffe, dass sich meine schlimmen Vorahnungen nicht erfüllen. Da ist gleich jetzt wieder ein Dau an der Elfenbeinküste. Und das Schöne ist, dass wir jetzt schon das vierte in Produktion haben. Drei sind bereits fertig. Und so auf diese Art und Weise kann man nach und nach, ja, vielleicht auch ein bisschen am Welthandel teilnehmen. So, da kommen die Österreicher schon an. Wir sollten sie vielleicht besser abfangen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Da kommt schon die nächste größere Armee. Wir haben verloren. Das möchte ich nicht akzeptieren, sondern wollen wir denn das hier? So. Wir werden natürlich in die Schlacht gehen gleich. Das ist ärgerlich, aber zur Zeit haben wir irgendwie Pech bei den Autoberechnungen. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt in die Schlacht. Das nutzt alles nichts. Und wir werden diese Schlacht auch auf jeden Fall gewinnen. Da glaube ich wirklich dran. Und zwar auch bei geringsten eigenen Verlusten. Nur das Problem ist halt, ihr wisst ja, ihr habt auch in die Kommentare mir vielfach geschrieben, dass die Autobewertung sehr, sehr schwach ist. Das ist wirklich verbesserungswürdig. Sehr, sehr ärgerlich. Gut. Aber ich will mich jetzt nicht aufregen. Wir werden es stoisch ertragen und uns diese kleine Schlacht in Siebenbürgen noch gönnen. Eine größere steht ebenfalls bevor. Die Österreicher, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Truppen hernehmen. Der Staat muss längst pleite sein, so viele Truppen wie er unterhält bei dem kleinen Gebiet. Gut. Außerdem blockieren wir seinen Handel, also ich weiß nicht, wo er das ganze Geld nimmt. Ich weiß, dass auf der Schwierigkeitsstufe schwer die KI deutliche Boni bekommt, ne? Also, dass sie sozusagen, ja, besser gestellt wird als der menschliche Spieler, aber dass es so viel besser ist, kann ich mir kaum vorstellen. Wir können direkt anfangen, weil unsere meisten Truppen als Verstärkungseinheiten erst auftauchen werden, und zwar von rechts, ganz genau, habe ich mich richtig gesehen. Da kommt schon der Generalsleibwache und ja, wir gehen frohen Mutes in die Schlacht. Das sind alles äußerst schwache Truppen, die Österreicher hier haben. Ich würde gerne mit dieser Deli-Reiterei einmal. Ja, die Frage ist, ich wollte eigentlich zuerst die Artillerie vernichten, ja? Also, dann machen wir das so, dann gehen wir mit denen hier rum. Das geht auch. Da kommt schon die Prozelle Kavallerie. Ja, es sind zweimal Artillerieeinheiten, einmal provinzielle Kavallerie und dann noch einmal zweimal Infanterie, zweimal Artillerie, einmal provinzielle Kavallerie. So, das ist nicht schwer zu besiegen, hoffe ich. So, wir gehen jetzt mal hier in die provinzielle Kavallerie rein, während die auch gleich von uns beschossen wird, sicherlich. Ja, oh, das war sehr gut. Da kriegen sie auch nochmal einen rein.
Weißt du was? Wir gehen da hinten auf die Artillerie. Die haben gerade geschossen und haben... Oder? Na, die sind gebrochen. Ah, Mensch. Das wusste ich halt. Das ist ja perfekt. Dann können wir ja ohne große Angst hier hin. So, geh da hin und mach die Artillerie fertig. So, das hat geklappt. Ich hatte schon Angst, dass wir gerade eben noch die 3 Sekunden mit dem Hin- und Herrennen verschwendet hätten, die wir jetzt hier der Artillerie noch zugestanden haben, damit die auf uns schießen können. Ist ja nicht passiert. Sie sind erschüttert, sie sind komplett vernichtet. Auf jetzt auf die nächsten. Die sind ebenfalls gebrochen. Und hier schießen wir bereits auf die nächste Einheit. Also unsere Blenker sind exzellent drauf. Sehr gut im Kampf. Boah, Jassus, die schießen ja nur. Gut, dann haben wir hier unsere ganzen anderen Einheiten. Die kommen jetzt auch weiter hier hin. So, zack, zack. Ein bisschen schneller das Ganze mal bitte. Und hier kommt schon unsere Kavallerie. So, die dürfen auch jetzt mal vorrücken. Wir vernichten derweil mit unserer beinahe unbeschädigten Delhi-Einheit die restliche berittene Artillerie der Österreicher. Und die Österreicher haben jetzt tiefer das Feuern erforscht, sehe ich gerade. Gut. Also nicht gut. Wir ziehen uns zurück. Du ziehst dich auch zurück und wir gehen in den Nahkampf gegen feindliche Einheiten. Und ihr bleibt unter bei der Artillerie dabei. Ich habe eine bessere Idee. Schießen. Nur schießen. Nein, auf die. Ach Mist! Darauf! Zurückziehen. Da kommen wir noch mehr. Was soll der Scheiß? So, der feindliche General ist tot. So. Sehr gut. Dann geht's jetzt ab in den Nahkampf. So, reicht. Das hat gut geklappt. Die werden von allen Seiten auf einmal angegriffen und verlieren reichlich Truppen. Da sollte nicht viel übrig bleiben von den Österreichern. Martin-Schaden. Greift die mal an. Jetzt können die auch wieder schießen. Beiliegeinheiten in den Nahkampf. Ihr auch in den Nahkampf. Ihr zieht euch zurück. Also wir haben unter der Kavallerie doch leider hohe Verluste jetzt hinnehmen müssen. Ich will die umzingeln, das merkt ihr, ne? So, die Österreicher haben jetzt ein Riesenproblem, weil sie im Nahkampf sind. Den können sie immer noch nicht so gut wie wir. Weitem nicht. Oh ja, die sind schon am Wanken. Bitte noch nicht wanken, bitte. Die sind aber auch am Wanken. Jetzt können wir mit der Kavallerie rein. Ja. Stopp. Kampf. Hallo, was macht ihr denn da? Ja, da bleibt nichts übrig. Die haben keine Chance. Jetzt weitermachen. Ja, sehr gut. Ha! 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 Nee, 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 nee. Fortfahren. Edgemann, Batchmann, Pillemann. Alle Einheiten drauf. So. Hier genau das gleiche. Weitermachen. Da sind sie. Auf sie mit Gebrüll. Sollten wir gleich weg sein hier, oder? Ja. Ja, die eine ist komplett weg. Sehr gut. Jetzt dahin weitermachen. Aber wir können hier Kavallerie dazuziehen. Den Österreichern kenne ich überhaupt keine Gnade mehr. Die sind mir jetzt alle. Die sind mir vollkommen egal jetzt. Deren Schicksal. So. Haha, ihr bleibt stehen. Okay, dann haben wir gewonnen. Alles klar. Sehr schön. Nix knapp, das war glorreich.
Außer der Kavallerie haben wir ja nichts verloren an Truppen. So gut wie nichts. So, von ihm bleibt nichts. Das gibt's doch nicht. Immer noch was übrig geblieben. Unfasslich. Oder unfassbar. Finde ich nicht gut. So, aber gleich haben wir unsere Nizam-Ichidit-Bataillone in Istanbul. Das ist die Kriegswende. Mit denen werden wir die Österreicher zerquetschen. Wir haben nicht einen Hauch einer Chance gegen die. Osmanen haben... Oh, Sekunde. Die Maleraten bieten uns ein Bündnis an. Nee, will ich aber nicht. Ich will kein Bündnis mit euch. Also, oder noch nicht. In Istanbul sitzen die guten Einheiten gleich. Und die Schusswerte sind so gut wie die der Preußen, der besten Infanterie im Spiel. Und die Nahkampfwerte sind phänomenal gut. Das sind die allerbesten. Noch besser als die der Preußen. So, und davon haben wir jetzt 5 Einheiten. Das lasse man sich mal auf der Zunge zergehen. So. Hier nochmal die Nahkampfwerte. 8, 9, 13, 9. Das ist Weltbest. Es gibt keine bessere. So. Wir schicken die sofort nach Siebenbürgen als Verstärkung. Und euch auch. Ihr werdet umgelenkt. Ihr kommt dort ebenfalls hin. So. Wir haben reichlich Geld. Euch ziehen wir ebenfalls jetzt zusammen. So. Hier werden nochmal einmal Heidukenfreischärler und einmal Artillerie rekrutiert. Und ich hoffe, dass die Österreicher dann stillhalten. Und nicht irgendwie jetzt Serbien angreifen oder so. In Tschetschenien-Dagestan ist die einzige dort vorhandene Stadt gewachsen. Der Bend. Und hier bauen wir natürlich auch Werkstätten. Flotte kommt an. Das ist die zweite. Sehr schön. Ah, da sitzen die Spanier. Da auch. Dann können sie dahin. Ja. Fein. Gut. Dann haben wir... Oh, gleich 4 Industriegebäude. Und das Baumwolldepot, das große hier in Ägypten. Ah, sehr schön. Das ist die größte Stufe. 60 Säcke werden dort jetzt produziert. Ja, knapp 2000 Goldstücke verdienen wir jetzt mit Baumwolle. Und der Profit ist bei 8500. Sehr stabil, obwohl wir doch jetzt massiv mehr in die Truppen gesteckt haben. Und ich bin ja drauf und dran, das Handelsabkommen mit Schweden jetzt zu beenden. Weil ich das nicht mehr einsehe, dass wir hier Geld verlieren. Dadurch. Das ist zwar dann doof für die Beziehung zu denen, aber ich beende das jetzt. Jo. Tschüss. Die Beziehungen bleiben freundlich. Das ist ja schön und gut. Plus 27. Ich weiß, es ist jetzt nicht so wunderbar, aber ich will, dass wir mehr Geld verdienen damit. Genau. 1200 Goldstücke gibt es mehr. Ha, weil wir die Baumwolle jetzt wieder vernünftig exportieren können. So sieht's mal aus. Die Schweden soll sich mal um... Vielleicht kann ich sogar mit den Schweden ein neues schließen, wenn das hier zum Beispiel wäre, statt hier. Ja. Die Schweden haben ja mehrere Häfen. Hier zum Beispiel in Dänemark. Ist noch eins brechen, wäre dann auch doof. Wir lassen das mal bleiben. So. So, mit dem Geld, was wir jetzt noch haben, wollte ich Industrie weiter aufrüsten und Truppen. Beides also. Ich baue mal... Nee, das baue ich besser nicht in Serbien, weil das ist halt unsicher. Aber hier baue ich das. In Moldawien. Dann gucken wir mal ganz kurz in Polen vorbei, was hier abgeht. Die Schweden sind dort aktiv. Die Bevölkerung ist so einigermaßen zufrieden. Das können wir natürlich aufrüsten hier. Mache ich jetzt aber mal nicht. Und hier, das passt auch alles soweit. Gut. Mit denen warte ich noch, weil hier die jetzt unter massiver Bedrohung stehen. Gut. Also, dann werden Truppen aufgerüstet. So. Sipais brauche ich jetzt auch einmal. Und dazu Nizam Ichidit.
Mit einmal leichter Infanterie, weil die auch ziemlich gut ist. So. Oh, Weingüter. Ja, die... Ja, ja. Eher nicht, oder? Die bringt nur 100 Provinzwohlstand mehr. Wie sieht's aus mit unserer Beliebtheit? Die ist gut. Ja. Schwedische Handelsrouten. Die Russen belagern nur die hier. Vielleicht würde man ja mit dem Ding dann eins schließen. Das wäre ja nicht schlecht. Das ist ja geografisch jetzt näher dran. Ich probiere das jetzt einfach mal. Los, komm. Scheiße, hat nicht geklappt. Okay, dann muss ich es leider nochmal brechen. Tut mir leid. Oh, das ist jetzt nicht gut für die Beziehung. Nee, ändert nichts. Alles klar, gut. Alles klar. Ich dachte, dass vielleicht dieser Hafen das machen könnte in Aarhus, aber gut, hat nicht sollen sein. Aber schlimm ist es auch nicht. Die Russen haben jetzt erwartungsgemäß die Ukraine erobert. Das ist schon etwas her. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Wie ich mit der Bedrohung hier umgehen soll. Also wir müssen, eigentlich können wir nur abwarten. Hoffen, dass die Ösis noch nicht angreifen. Und falls doch, haben wir ein Problem.